Hallo und herzlich willkommen, ich bin's der Jens, ihr seid auf dem richtigen Kanal, nämlich hier bei Optionshandel. Und heute sprechen wir mal über Crude Oil, Tanker und was man da alles machen kann. Ich habe eine E-Mail bekommen und in dieser E-Mail hat ein jemand, der hier diesen Kanal anschaut, ich glaube auch Kunde bei uns, der hat eine Frage gestellt, die sehr, sehr interessant ist und die mich an etwas erinnert hat, was ich schon mal mit einem guten Freund vor mehreren Jahren besprochen hat. Dieser gute Freund ist Hedgefondsmanager bei einer Fondsgesellschaft in Frankfurt und der ist sehr fundamental unterwegs. Das heißt also, der betrachtet die Rohstoffe aus einer sehr fundamentalen Basis, natürlich viel längerfristig engagiert als wir, macht auch sehr viel mit Future Spreads und aber auch mit Future Optionen. Und von dem habe ich ganz, ganz viel auch gelernt zum Thema Optionshandel. Und der hat mir vor Jahren mal eine Geschichte erzählt, die ich gar nicht so richtig glauben konnte. Aber als ich dann darüber nachgedacht habe, hat das natürlich Sinn gemacht. Und in dieser E-Mail, die jetzt hier kam, wurde genau wieder diese Geschichte erzählt. Und ich will euch kurz sagen, um was es da geht. Und zwar wurde gefragt, stimmt es denn, dass man beispielsweise heutzutage Öl kaufen kann, dieses Öl dann auf einen Tanker packt, den irgendwo auf der Welt rumsegeln lässt oder rumfahren lässt und das dann zu einem späteren Zeitpunkt teurer verkauft und das Ganze schon so absichern kann gleich zu Beginn, dass es ein risikoloser Profit ist. So, wir wissen alle, risikoloser Profit, immer wenn wir das hören, müssen wir ein wenig vorsichtig werden, aber an dieser Story ist durchaus etwas dran. Und wir haben ja vor einigen Tagen schon mal hier ein Video gemacht über Backwardation und Contango. Wer sich noch erinnert, ich verlinke auch mal das Video nochmal hier unten in der Beschreibung. Und wer sich daran erinnert, wir hatten ja gesagt, eine sogenannte eine Contango-Situation, also die normale Situation, liegt ja immer dann vor, wenn die nachfolgenden Kontrakte, die nachfolgenden Future-Kontrakte teurer sind als die kurzfristigen Kontrakte. So, und es gibt es tatsächlich manchmal im Ölmarkt die Situation, dass man da einen beinahe risikolosen Trade daraus machen kann. Und der sieht folgendermaßen aus. Wenn wir heute beispielsweise, wir hätten jetzt heute hier, oder das ist aktuell, einen Juni-Future, wo das Erdöl $61,43 kostet. So, jetzt stellen wir uns mal vor, der Ölpreis in 12 Monaten wäre vielleicht $10 höher. Also nicht, dass er $10 steigt, sondern einfach der Future, der Juni 2016, würde $10 höher vom Preis her sein. Wenn so eine extreme Contango-Situation vorliegt, dann machen Großanleger, Hedgefonds, Investmentgesellschaften, also so die üblichen Verdächtigen, so die Goldmans dieser Welt, die machen dann folgenden Trade. Die gehen her und kaufen physisches Öl aktuell. Also zum Beispiel für $61 kaufen die jetzt Öl und machen ganze Tankerflotten damit voll. So, dann gehen die gleichzeitig her und verkaufen dieses Öl am Terminmarkt in einem Jahr, zum Beispiel für $10 mehr. Also der Future-Kontrakt kostet eben dann beispielsweise $10 mehr und den gehen sie short. So, short heißt ja, sie müssen liefern. So, und jetzt ist eine ganz interessante Situation. Das bedeutet ja, du kaufst etwas jetzt für $61 und weißt, in einem Jahr kannst du es für $71 verkaufen. Das heißt, du hast $10 Gewinn. Jetzt musst du nur noch eins runterrechnen, nämlich, was kostet es dich, dieses Rohöl ein Jahr lang auf einem Tanker oder sonst irgendwo zu lagern. Und wir können uns vorstellen, deswegen ist das wieder mal kein Geschäft, was wir kleinen Retail-Dattler so machen können, sondern was die großen Jungs nur machen können, aber Hedgefonds beispielsweise machen das sehr, sehr gern. Es ist einfach nur eine Frage der Berechnung. Also du musst dir einfach nur ausrechnen, was kostet mich der Tanker am Tag? Und was kostet mich das auf ein Jahr gerechnet? Was kostet mich die Versicherung? Was muss ich an Finanzierungskosten vielleicht für die Margin aufwenden? Weil wenn ich jetzt diesen Future Short gehe, dann muss ich auch eine gewisse Margin hinterlegen. Und wenn du dir das zusammenrechnest und dann kommt weniger als die $10 möglicher
Gewinn raus, dann ist das ein beinahe risikoloses Geschäft, was du machen kannst, weil es kann ja im Grunde genommen nicht allzu viel passieren. Ne? Du hast das Öl, wenn der Preis steigt, dann steigt der Preis deines Öls und gleichzeitig verlierst du aber zwar in dem Future, aber du hast für 71 für 64 verkauft. Zeichnen wir uns das einfach nochmal auf. Also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt hier das Öl, bist hier für 64 Dollar hast du das Öl gekauft, du bist also long und du bist bei 74 short und zwar in einem Jahr. So, was passiert, wenn der Ölpreis steigt? Du bist hier mit deinem Öl, wird immer mehr wert, was du auf dem Tanker hast und du gibst dann einfach hier für 74 ab, weil du hast ja schon in einem Jahr verkauft, das heißt, da kann überhaupt nichts passieren. Was ist, wenn es fällt? Du verlierst natürlich hier mit dem, aber dadurch, dass du hier dieses Terminmarktgeschäft hast, kannst du es trotzdem für 64 verkaufen, weil diejenigen, die short sind, die können zu dem Preis verkaufen. Ja, darf man nicht vergessen. Die short sind, dürfen immer andienen. Nicht die long sind, sondern immer die short sind, die dürfen andienen. Und das heißt, da kann überhaupt nichts passieren. Das ist wirklich ein beinahe risikoloses Geschäft. Und als das vor einigen Jahren schon mal gemacht wurde, nach dem großen Preiseinbruch, den wir 2008 an den Rohstoffmärkten hatten, da haben dann solche Großanleger bis zu 1 Million Dollar am Tag mit solchen pro Tanker verdient. Man muss sich ja vorstellen, diese riesigen Tanker, die es da gibt, da passt ja auch ein bisschen was drauf. Und da waren die Gewinne tatsächlich bis zu 1 Million Dollar am Tag, was da gemacht wurde. Und da wurde ganz viel dann, das wird dann rausgeschafft aus den Häfen, wird in neutrale Zonen reingeschafft, also außerhalb von Hoheitsgrenzen. Das hat, glaube ich, auch noch steuerliche Bewandtnisse und so weiter. Und aber das ist natürlich, das können wir nicht machen. Du musst halt am Anfang auch vielleicht, keine Ahnung, 100 Millionen oder so aufwenden, um das ganze Geschäft machen zu können. Für die Großen der Welt ist das aber ein Trade, der, wenn er sich anbietet, absolut umsetzbar ist. Warum ist er nicht ganz risikolos? Stellt euch einfach vor, die werden zwar ihre Tanker versichern und die werden da gewisse die Absicherungen treffen, aber stellt euch einfach vor, jetzt würde so einem Tanker etwas passieren. Also der hat irgendwie einen Unfall oder es läuft riesig viel Öl aus und dann kannst du zwar sagen, naja gut, ich bin versichert, aber stellen wir uns mal den Image-Schaden vor, wenn so eine große Investmentbank, wenn so ein großer Hedgefonds beispielsweise jetzt irgendeine Küste mit dem Öl dann doch verschmutzt, da wäre es dann sicherlich, würde es so viele Klagen geben und so weiter, dass man dann sagen müsste, okay, das hat sich dann am Ende wahrscheinlich alles andere als gerechnet, aber wie heißt es immer so schön, no risk, no fun, also ein bisschen Restrisiko ist natürlich immer dabei. Aktuell, ich habe mal die Zahlen von aktuell gerade rausgesucht, wie das ist. Wir haben zurzeit eine relativ geringe oder flache Contango-Situation im Ölmarkt vorliegen. Klinge kurz das Handy, ich gehe kurz ran, dann bin ich wieder da. Auch deswegen so wahnsinnig gerechnet, weil durch den Einbruch der Rohstoffpreise, durch diese Finanzkrise, waren auch die Preise für Tanker, die Mietpreise enorm nach unten gegangen. Also das heißt, wo du vielleicht am Tag 80.000 Dollar Miete für so einen Tanker bezahlt hast pro Tag, hast du danach plötzlich bloß noch 25.000 Dollar bezahlt, weil einfach die Schiffe nichts zu tun hatten. Und das war natürlich ein Riesenvorteil, den diese großen, cleveren Jungs genutzt haben. Und das war mal ein kleiner Einblick in einen Trade, den die Großen machen. Wie gesagt, wir können das leider nicht machen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist einer von euch dabei, der sowas auch macht. Ich kann es nicht. Aber ich glaube, das ist ganz interessant, dass man eben auch so ein bisschen das Drumherum mitbekommt, was passiert denn an den Märkten, was machen die Großen und wie denken die. Und das sehen wir eben, dass die Großen wirklich ein ganz anderes Denken haben, dass die Rohstoffhandel auch ganz anders begreifen als das, was wir machen mit irgendwelchen Strichen und Unterstützungen und so weiter. Das gibt es also bei denen eher selten, die machen andere Geschäfte. So, beim nächsten Mal wieder ein optionsspezifisches Thema hier bei uns auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann hier Daumen hoch geben, Kanal abonnieren, Video verbreiten und Fragen in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich bin's, der Jens. Macht's gut.